Ja, schönen Vormittag, beziehungsweise Mahlzeit, je nachdem, wie bald Sie Ihre Mittagspause legen. Es freut uns, dass so viele Interesse haben an dem Thema, ökosoziale Steuerreform mit Schwerpunkt auf für Unternehmen relevante Themen. Der Kollege Aufreiter und ich haben Sie da die interessanteren Themen herausgepickt, und möchten Sie die nächste Dreiviertelstunde, Stunde ein bisschen durch die Themen führen, die jetzt schon relativ klar sind, beziehungsweise wo es interessante Punkte zu beachten gibt und wo wir auch in unserer Beratungspraxis schon gesehen haben, dass einfach Fragen auftauchen, beziehungsweise dass diese Themen auch von Interesse sind für die Unternehmen. Ganz kurz zur Info, wir sind beide geimpft und getestet, werden daher die Maske abnehmen, damit Sie uns auch besser verstehen. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie es gerne im Chat platzieren. Kann allerdings nicht versprechen, ob wir auf alle Fragen eingehen können, da doch relativ viele Teilnehmer dabei sind, aber wir werden unser Bestes versuchen. Ja, ganz kurz, Sie sehen uns zwar eh im Bild, aber damit Sie noch mal wissen, wer mit Ihnen spricht, Andreas Mitterlehner, ich bin bei uns im Haus für das Thema Corporate Tax verantwortlich mit meinem Team. Haben insbesondere in den letzten Jahren relativ viele Covid-Themen gemacht und freuen uns, dass wir uns jetzt auch wieder mal mit anderen Themen beschäftigen dürfen. Und der Alex Aufreiter, eigentlich ein Experte bei uns im Bereich des internationalen Steuerrechts, der sich aber nicht nur privat, sondern auch beruflich mit dem Thema Krypto beschäftigt und hier seinen Input zum Thema der Kryptobesteuerung liefern wird. Ja, von meiner Seite auch. Schönen guten Tag. Also, danke natürlich, Andreas, dass ihr da dabei seid. Ja, gerade das Thema Kryptowährungen ist für mich ja, wie der Andreas schon gesagt hat, von großem Interesse. Und ich freue mich dann nachher gegen Ende unserer Präsentation dann das Thema Besteuerung von Kryptowährungen in Österreich mit Ihnen durchgehen zu dürfen. Ja, dann schauen wir mal, was wir uns vorgenommen haben. Das BMF hat ja ganz vollmundig, nicht nur das BMF, angekündigt, die größte Entlastung in der Zweiten Republik steht uns bevor, die ökosoziale Steuerreform, als großes Entlastungspaket, was zum Teil natürlich auch stimmt, muss man ganz ehrlich sagen, aber nicht nur. Die Ankündigung ist natürlich trotzdem ganz witzig, weil immer wieder angekündigt wird, dass es jetzt die größte Steuerreform ist. Ich glaube, alle sind froh, dass wir nach den vielen Covid-Themen uns jetzt auch wieder ein paar andere Themen bekommen. Teilweise ganz spannende Themen. Ein paar Themen wurden aber leider ausgelassen in der ökosozialen Steuerreform. Angekündigt war ja unter anderem, oder ein bisschen in Aussicht gestellt, das Thema der Eigenkapitalverzinsung. Das ist nicht Bestandteil geworden der ökosozialen Steuerreform, hat sich da wirklich eher auf die Öko-Themen konzentriert, und die sozusagen gebündelt, was ja medial auch einen gewissen Aufschrei versucht hat, genauso wie die Kryptobesteuerung der Kryptowährung, wo ja Österreich das erste Land ist, zumindest in der EU, auf jeden Fall das eine vergleichbare Besteuerung einführt. Und auch diese Aspekte der Ökologisierung, der Besteuerung von CO2, ist ja eigentlich ein großes Thema, was sozusagen seit der Regierung, der türkis-grünen Regierung, ja immer wieder durchschwingt. Wir haben das bei unterschiedlichen Themen schon gesehen. Die degressive Abschreibung zum Beispiel hat schon so gewisse Aspekte drinnen gehabt, wenn wir jetzt an die Ausschlusskriterien denken. Aber auch bei der Investitionsprämie war ja dieser Ökologisierungsgedanke schon ein wenig enthalten. Jetzt mit dieser ökosozialen Steuerreform, sozusagen das ja, Herzstück der grünen Regierungshälfte, hat man versucht, diesen Klimathema auch im Steuerrecht umzusetzen. Das Ganze fußt auf dem Regierungsprogramm der Bundesregierung, wo ja schon einerseits einmal dieser Aspekt der Entlastung, das haben wir jetzt wieder bei der größten Entlastung der zweiten Bundesrepublik, sozusagen schon angeteasert worden ist, aber auch diese aufkommensneutrale, klimaschädliche Emissionen sozusagen sollen da besteuert werden. Und dann ist gleich dabei gestanden, aber der private Sektor soll natürlich schon entsprechend entlastet werden, wie auch die Unternehmen.
Das Ganze wurde jetzt in dieser ökosozialen Steuerreform verpackt. Es gibt drei Teile, könnte man sagen, ist ein bisschen verwirrend vielleicht. Der erste Teil ist eigentlich der Teil, mit dem uns wir beschäftigen werden, so wie man ja der ertragssteuerliche Teil, der einerseits diese Änderungen im Einkommensteuergesetz, im Körperschaftsteuergesetz, aber auch diese Anpassungen und wirklich diese Emissionszertifikatehandel enthält, Carbon Leakage, alle diese Themen sind eigentlich da drinnen enthalten. Wir werden uns allerdings schwerpunktmäßig, muss ich gleich dazu sagen, nicht mit den Themen des nationalen Emissionszertifikatehandelsgesetzes beschäftigen und auch nicht mit den Änderungen bei Elektrizitätsabgabe etc., sondern wirklich schwerpunktmäßig auf die ertragssteuerlichen Änderungen, die uns hier bevorstehen. Es sind noch weitere Webinare zum Thema dieser, sage ich mal, Besteuerung der Energie etc. sind noch geplant. Habe jetzt allerdings die konkreten Termine gerade nicht im Kopf, aber da kommt noch was nach. Jetzt sozusagen auch in dieser einen Stunde, man bringt dann trotzdem nicht alles unter, wollen wir uns mal auf diese Themen konzentrieren. Dann gibt es noch den zweiten Teil, wo dann dieses Klimabonusgesetz drin ist, das ja auch medial ganz stark diskutiert worden ist, sozusagen. Ist das jetzt gerecht, dass in Wien das anders ist wie in Afiesel? Wer kriegt da wie viel Bonus? Wurde ja medial ganz stark diskutiert. Und der dritte Teil, wo es dann eigentlich um Änderungen im ASVG, GSVG geht. Wie man da ganz gut sieht, es sind drei Ministerien jeweils zuständig und für uns natürlich das Spannende, das BMF. Mit dem ersten Teil. Ja, wir sind davon abgesehen top aktuell, weil das Ganze wurde ja beschlossen Mitte Jänner, der 20. Jänner, wie wir später sehen werden, ein ganz wichtiger Tag, der uns dann bei der Köstsatzsenkung nochmal beschäftigen wird und gestern kundgemacht im Bundesgesetzblatt. Das heißt wirklich top aktuell, gestern gerade veröffentlicht, heute sozusagen schon frisch aus dem Bundesgesetzblatt vorgetragen. Wie gesagt, wir konzentrieren uns auf die ertragssteuerlichen Themen und was gibt es hier? Wir haben da ein paar ausgewählte Themen zusammengefasst. Da gibt es einerseits ein paar Themen, die nicht auf Unternehmensseite, sondern eigentlich auf Seite der Arbeitnehmer beheimatet sind. Ganz spannend für uns alle natürlich die Senkung der Lohn- und Einkommensteuertarife. Der zweite und der dritte wird ja hier abgesenkt. Wurde schon mal sozusagen in einer vorigen Steuerreform sozusagen angegangen, dieses Thema der Senkung der niedrigsten Lohnsteuerstufe. Jetzt hat man hier nachgeholt. Dann als Jungvater natürlich auch sehr erfreulich die Erhöhung des Familienbonus Plus in der vorletzten Zeile von 1.500 auf 2.000 Euro. Und darüber hinaus gibt es ja dann noch weitere Entlastungen, wie zum Beispiel die Krankenversicherungsbeiträge werden reduziert, was sich ja dann auch alles durchschlägt. Diese grüne Komponente haben wir jetzt da abgebildet, eigentlich nur im Bereich der Steuerbefreiung für Eigenstrom. Da soll ja künftig für alle erneuerbaren Stromformen die Elektrizitätsabgabe erlassen werden, also denken Sie daran, Sie produzieren Strom mit Photovoltaik oder mit einer Hackschnitzelanlage, dann sind das natürlich spannende Themen. Und gerade bei Eigenstrom kommt ja dann doch auch ein bisschen was zusammen. Also wenn Sie Ihr Unternehmen, Ihre Produktion mit so einer Solaranlage, mit einer Hackschnitzelanlage betreiben, dann kommt schon ein wenig was zusammen. Und sozusagen der Mittelblock ab Gewinnfreibetrag eigentlich bis GWG, die Themen, mit denen wir uns jetzt da schwerpunktmäßig neben der Kryptobesteuerung beschäftigen wollen, sind eben genau diese Aspekte, die für die Unternehmen, natürlich wirkt sie sich dann auch irgendwo auf die Arbeitnehmer aus, die für die Unternehmen spannend sind, einerseits einmal die Anhebung des Gewinnfreibetrags, die da durchgeführt wird, dann die Senkung des Köstsatzes, die sie relativ profan anhört, von 25% auf 23%. Wir werden Ihnen aber gleich zeigen, dass es so einfach gar nicht ist und dass hier schon einige Punkte zu beachten sind, wiewohl es nur um 2% geht, muss man auch ganz ehrlich sagen.
Dann eine Einführung des Investitionsfreibetrages. Den hat es ja schon einmal gegeben. Bis 2001 war der Investitionsfreibetrag altgültig. Sowohl vor deiner wie auch vor meiner Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mich noch mit anderen Themen beschäftigt, 2001. Von dem her habe ich den Investitionsfreibetrag alt nur mehr sozusagen am Rande mitbekommen. Aber hat ja sozusagen auch eine Vorgeschichte. Ein bisschen in der Krise wurde ja die Covid-19-Investitionsprämie geschaffen, die von vielen Unternehmen extrem gut angenommen wurde. Und dieser neue Investitionsfreibetrag, könnte man sagen, ist ein bisschen ein Sammelsurium aus Investitionsfreibetrag alt und aus Investitionsprämie. Da werden einige Aspekte dann doch mit übernommen. Zum Beispiel diese Ökologisierungskomponente, Digitalisierungskomponente schwingt da wieder ein bisschen hinein. Aber aus meiner Sicht erfreulich ist, dass die Abwicklung dann doch in dem Fall bei der Investitionsfreibetrag neu über die Steuererklärung erfolgen wird. Wiewohl man die Kollegen von der AWS sehr schätzen, ist es, glaube ich, ja, auch ein sehr formalistischer Prozess, formulieren wir es mal so, mit vielen Fragen, vielen ungelösten Fragen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber ist ein spannendes Instrument, was, glaube ich, auch für Unternehmen wieder sehr, sehr gut angenommen wird. Dann die Mitarbeitergewinnbeteiligung, auch die stößt nach unserer bisherigen Erfahrung auf sehr großes Interesse. Gibt es ja erstmalig, es hat schon bisher die Möglichkeit gegeben, Mitarbeiter am Unternehmen steuerbegünstigt zu beteiligen, sozusagen im Sinne, ich gebe Anteile her, aber wirklich eine Gewinnbeteiligung, dass die steuerfrei ist, das hat es bisher noch nicht gegeben und wird jetzt erstmalig mit der ökosozialen Steuerreform eingeführt oder wurde eingeführt. Und Anhebung der GWG-Grenze, eigentlich auch kein neues Thema, muss man es da ganz ehrlich sagen, weil das ja schon von der türkis-blauen Bundesregierung in Aussicht gestellt wurde, trotzdem auf 1.000 Euro zu erhöhen. Da ist dann Party in einer Mittelmeerinsel dazwischen gekommen. Ja, dann wurde die dazumals bereits angekündigte Steuerreform nicht mehr durchgeführt, auch bei dieser dazumals vor Ibiza angekündigten Steuerreform, weil das war ja wirklich, glaube ich, 2-3 Wochen bevor Ibiza war, hat es den Vortrag vom Minister gegeben, war schon die Köstsatzsenkung enthalten, wobei man dazumals noch ein bisschen mutiger war, da ist man auf 21% gegangen. Auch dazumals eine stufenweise Absenkung, wobei, wie gesagt, da wären 4% Delta gewesen. Und ähnlich war es ja jetzt bitte auch bei der ökosozialen Steuerreform, die wurde präsentiert und dann wurde unserem ehemaligen Bundeskanzler ja auch gewisse Sachen zum Verhängnis, wobei es die ökosoziale Steuerreform im Unterschied zur dazumaligen Steuerreform geschafft hat, dass sie auch Gesetz wird. Ja, weitere Themen der ökosozialen Steuerreform haben wir dann da noch ganz kurz. Wie schon erwähnt, die erstmalige Einführung einer CO2-Bepreisung, dieses nationale Emissionszertifikate-Handelgesetz, ein eigenes Gesetz mit, glaube ich, irgendwas um die 30 Paragraphen, also alleine über diese CO2-Bepreisung könnte man ja schon eine Stunde reden. Darum haben wir das ausgeklammert, weil es da schon relativ viel Angebot gegeben hat und wie gesagt, wahrscheinlich von unserer Seite dann auch noch einen Termin gibt. Die CO2-Bepreisung soll, wie es in den Erläuterungen so schön heißt, den CO2-Ausstoß entsprechend bepreisen. Und als Ausgleich dafür gibt es dann diesen Klimabonus für die natürlichen Personen, sozusagen ganz verkürzt gesagt mit der einfachen Denke, die CO2-Ausstoßenden, also im Regelfall Unternehmen, kaufen dann diese Zertifikate, schlagen das auf den Preis auf und desto klimafreundlicher ich mich als Konsument verhalte, desto mehr bleibt mir vom Klimabonus über und desto mehr sozusagen habe ich von meinem CO2-neutralen Verhalten. Das ist so ein bisschen die Grundidee dahinter. Ob das funktioniert, muss man sich erst anschauen. Es ist auch noch relativ viel unklar. Es gibt ja viele Verordnungsermächtigungen. Und wir schauen uns das CO2-Thema eh dann noch ganz kurz an.
Weiteres Thema, wo man ein bisschen diesen ökosozialen, also diesen vor allem grünen Gedanken aufgegriffen hat, ist das Thema der Sonderausgaben in Paragraph 18, dieser Austausch fossiler Heizsysteme, wenn die sozusagen auf erneuerbare Energieträger wie eben Solar oder Fernwärme, steht da noch drinnen, gemacht wird oder eine thermische Sanierung von Gebäuden, dann kann man hier mehrjährige Sonderausgaben geltend machen. Auch die Digitalsteuer ist wieder da ein bisschen angeteasert worden. Da hängt es allerdings ab davon, wie es auf der globalen Ebene weitergeht. Sie wissen, es gibt diese globale Steuerreform mit Pillar 1, Pillar 2. Kollege Bendlinger hat da, glaube ich, morgen ein Seminar dazu, bitte mal. Und auch hier sozusagen will man sich ein bisschen an das anhängen, aber geplant ist, dass man diese Digitalsteuer, dass man die ausdehnen will noch auf Sharing Economies, also ja, sowas wie Airbnb etc., beziehungsweise auf Unternehmen, die halt mit dem Verkauf von Nutzerdaten entsprechend ihren Ergebnis machen. Und ein weiteres Thema ist diese Verkürzung des Vorsteuerberichtigungszeitraums bei Mietkaufmodellen, also sprich, wenn Sie nachträglich so entsprechende Mietkaufwohnungen ins Eigentum überführen, dann gibt es einfach noch 10 Jahre keine Vorsteuerkorrektur mehr. Ja, diese CO2-Bepreisung, wie gesagt, nicht der Schwerpunkt des heutigen Webinars, aber dann trotzdem ein sehr spannendes Thema, insbesondere, weil es ja schon zu vielen Fragen führt. Die ökosoziale Steuerreform, nämlich genau dieser Teil 1, bringt ja auch Veränderungen, zum Beispiel der Elektrizitätsabgabe. Was ist geplant? Man will hier einen nationalen Emissionshandel sozusagen aufsetzen, wobei da die betroffenen Energieträger, insbesondere eben Benzin, Diesel, Heizöl, Kohle, Erdgas etc. sind, also diese klassischen fossilen Energieträger, und die sollen entsprechend bepreist werden. Das Ganze erfolgt in 3 Phasen. Also es gibt diese Einführungsphase, dann die Übergangsphase und schlussendlich will man in diese Marktphase eintreten. Wir haben es dann unten dargestellt, wo ja ganz heftig diskutiert wurde, ob diese 30 Euro jetzt zu viel oder dann doch zu wenig sind. Da sind dann Vergleiche angestellt worden mit Deutschland und skandinavischen Ländern, wo diese Preise ja teilweise schon wesentlich höher sind. Das muss sich entwickeln. Die Preise stehen fest, sind also im Gesetz verankert. Ganz wichtig ist, dass für Unternehmen, die besonders stark betroffen sind, so entsprechende Carbon-Leakage-Regeln bzw. Härtefall-Regeln geben, also gibt. Die Carbon-Leakage ist, ich glaube, in § 26 geregelt. Und da wird ja unter anderem darauf abgestellt, wieder auf diese Önaze. Also die Önaze kennen wir ja jetzt alle, glaube ich, schon sehr gut aus diesen Covid-Förderungen. Ich weiß nur, wie ich angefangen habe, in der Steuerberatung zu arbeiten. Da waren die Önaze jetzt nicht so das zentrale Bestandteil. Man hat es halt sozusagen eingetragen, aber es ist nicht so im Detail. Natürlich gibt es diese Meldungen an die Statistik Austria, aber so große Bedeutung hat man dem früher nicht beigemessen. Ausfallbonus etc., da wird ja immer wieder an die Önaze-Einstufung angeknüpft. Bitte übrigens nicht an die Önaze laut Firmenkompass, sondern an die Önaze laut der Statistik Austria-Meldung. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Sidestep. Und diese Önaze werden jetzt auch bei dieser Carbon-Leakage-Thematik wieder aufgegriffen. Da gibt es schon einen Anhang im Gesetz, wo gewisse Önazes angeführt sind. Und ganz spannend, es gibt dann, wenn Ihre Önaze oder die Önaze von bestimmten Unternehmen nicht angeführt ist, dann kann man da über die Wirtschaftskammer, ich will nicht sagen, in Diskussion treten, ob die Önaze nicht auch sozusagen aufgenommen gehört. Und dann gibt es gewisse Rückerstattungen, wobei sich diese Rückerstattungen müssen dann reinvestiert werden, glaube ich, zu 80% in klimafreundliche Investitionen. Wir haben diese 2 Regelungen hier nochmal ganz kurz dargestellt. Carbon Leakage und Härtefallregelung. Und das war es jetzt in dem Sinn auch schon zur CO2-Bepreisung. Jetzt wollen wir uns wirklich der Kostensenkung nähern.
Der Kürzsatz 25% gibt es ja jetzt schon länger, seit 2005. Der damalige Finanzminister Grasser hat ja den Kürzsatz von um 9% damals gesenkt, 34% auf 25%. Da kann man sagen, das war wirklich was. 9% oder fast 10%, das wirkt sich natürlich sehr stark aus. Jetzt ist geplant, den Kürzsatz auf 23% zu senken. Das hat natürlich auch eine entsprechende Entlastungswirkung, ist aber natürlich vom Effekt wie damals 2005 nicht vergleichbar, das muss man ganz ehrlich sagen, weil auf 23% natürlich jetzt nur 2% sich reduzieren, wie wir später sehen werden, da haben wir ja kleine Rechnungen aufgestellt, wie sich das dann auswirkt bei einem Unternehmen. Es ist eine stufenweise Senkung und es kann bei abweichenden Wirtschaftsjahren wirklich kompliziert werden. Darum habe ich ganz am Anfang gesagt, diese Kürzsatzsenkung hört sich relativ profan an. Ja, wir ändern einfach sozusagen in der Steuererklärung die Berechnungsspalte, Bemessungsgrundlage, da man nicht mehr steuerpflichtiges Ergebnis mehr 25%, sondern wir nehmen 23%, die Sache ist erledigt. So einfach ist es leider nicht. Grundsätzlich wäre es erfasst, Kürzsatzsenkung betrifft Körperschaften, also insbesondere GmbHs, AGs sind da betroffen, aber auch Privatstiftungen, wenn wir an die Zwischenkörperschaftssteuer denken, die ja auch immer anknüpft an den Kürzsatz. Auch diese wird entsprechend angepasst und auch bei diesem Punkt ist jetzt nicht Schwerpunkt von unserem Vortrag, sage ich auch gleich dazu, aber ist natürlich zu beachten, dass sie entsprechend die Zwischensteuergutschriften entsprechend dem jeweiligen Jahr dann den dann geltenden Kürzsatz zur Anwendung bringen. Wie ist das Ganze geplant? Grundsätzlich wird die Kürzsatzsenkung für Veranlagungen der Kalenderjahre 2023 wirksam. Das horcht sich jetzt eh noch relativ weit weg an, sozusagen der 1.1.2023. Nur wir haben jetzt schon Mitte Februar. Das Jahr vergeht erfahrungsgemäß sehr schnell. Man sollte rasch und relativ schnell daran denken, was das für einen heißt und was hier notwendig ist. Das ist jetzt für Unternehmen, die Kalenderjahr gleich Wirtschaftsjahr haben, noch nicht so komplex, weil hier sozusagen ab der Veranlagung, also ab 1.1.23 gilt der neue Kürzsatz, dann sozusagen von 24% beziehungsweise 1.1.24 dann von 23%. Kann man sich auch schön merken, weil es ist genau nicht passend zur Jahreszahl. Aber bei abweichenden Wirtschaftsjahren, wo es ja auch nicht wenige gibt, hier sind Sonderregelungen zu beachten. Grundsätzlich habe ich schon erwähnt, es hat ja schon einmal eine Steuersatzsenkung gegeben, dazu mit dem Steuerreformgesetz 2005, da wurde von ja auch abgesenkt und man hat sich ein bisschen an dem orientiert. Leider hat es aber dann eine Einschränkung gegeben, die uns jetzt nicht so gefällt, aber die dann gemacht wurde. Geplant ist grundsätzlich, dass die Einkommensteile, die auf das Jahr, wenn wir uns jetzt die erste stufenweise Absenkung anschauen, nämlich von 25% auf 24%, da rede ich mir eh schon, dann ist geplant, dass die Einkommensteile des Wirtschaftsjahres, bei abweichenden Wirtschaftsjahren, die aufs 23er Jahr entfallen, mit 24% besteuert werden. Und wie ist das Ganze geplant? Also wenn wir jetzt an ein Unternehmen denken, das 31.03. als also Stichtag hat, dann wären genau 3 Monate sozusagen mit 24% zu besteuern und die restlichen 9 Monate wären mit 25% zu besteuern. Da gibt es jetzt 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man nimmt alle 12 Monate her, dividiert es durch die Anzahl der Monate, also in unserem Fall wären das dann 3/12 bzw. 9/12 und multipliziert es mit dem jeweiligen Kürzsatz. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Variante ist, dass Sie einen Zwischenabschluss machen zum 31.12. dann halt. Die Einkommensteile, die aufs sozusagen alte Wirtschaftsjahr oder auf das Kalenderjahr 22 noch empfohlen, also diese 9 Monate, werden dann mit den 25% besteuert und die anderen 3 Monate werden mit den 24% besteuert. Das ist grundsätzlich natürlich interessant für Unternehmen, wo das eine entsprechende Auswirkung hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel an ein Vorarlberg-Geschäft denke, die wahrscheinlich traditionell
einen sehr hohen Umsatz im Frühjahr haben, würde ich es einmal vermuten, dann muss man sich das natürlich überlegen, was da vorteilhafter sein kann. Stellt sich aber natürlich die Frage, ob es das klassische Vorarlberggeschäft, ob die Kapazität oder die überhaupt das Zahlmaterial haben und ob es da überhaupt auszahlt, dass ich einen Zwischenabschluss mache. Man muss ja bedenken, wir reden da bitte von 1% und nicht von 9%. Also das muss man da auch immer berücksichtigen. Aber grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, Zwischenabschluss versus sozusagen alle Quotierung. Allerdings gibt es jetzt wieder eine Einschränkung und die ist dann nachträglich hinzugekommen bei Unternehmensgruppen, was ja dann doch nicht so unhäufig ist. Hier ist es so, dass wenn man da nachlässt, grundsätzlich auch bei abweichenden Wirtschaftsjahren das Gleiche gilt. Allerdings, jetzt muss ich mal schauen, ob ich da einen Cursor einbringe. Jetzt haben wir es. Genau. Also wenn wir hier in Punkt C schauen, da haben wir die Übergangsvorschriften hineingegeben, da steht dann drinnen, dass grundsätzlich sozusagen analog bei Unternehmensgruppe kommt, außer die Litera B, da gilt der letzte Satz nicht. Und der letzte Satz ist genau dieses Thema mit dem Zwischenabschluss. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen bin, das in einer Unternehmensgruppe ist, dann darf ich nur alle quotieren. Und den Zwischenabschlussalternative, die habe ich gar nicht. Das ist natürlich schon ein bisschen spannend, wenn man jetzt gerade sozusagen eher davon ausgehen würde, dass eher die größeren Unternehmen, die eher in einer Unternehmensgruppe sind, dass die eher die Kapazität oder sowieso einen Quartalsabschluss schon haben. Das heißt, für die das im Regelfall weniger Rechenaufwand ist. Diese Möglichkeit wollte man hier nicht aufmachen. Ist nicht näher begründet worden, warum es so ist. Nicht ganz nachvollziehbar, aber es ist auf jeden Fall so gesetzlich ganz klar geregelt. Und bitte ganz wichtig, das ist nämlich dann der letzte Halbsatz, das nach wobei, für die Aufteilung sind die Kalendermonate vom Gruppenträger maßgeblich. Das heißt, wenn Sie abweichende Wirtschaftsjahre haben und Sie haben Gruppenmitglieder, die nicht denselben Stichtag haben, dann gilt immer das, was beim Gruppenträger ist, was ja bei der Unternehmensgruppe vielleicht sogar ein bisschen nachvollziehbar ist, weil das Ergebnis immer beim Gruppenträger gepoolt wird und dann sozusagen beim Gruppenträger versteuert wird. Von dem her hat das wahrscheinlich sogar eine gewisse Logik, aber das ist bitte zu beachten. Ich habe jetzt schon ein paar Mal erwähnt, das sind jetzt natürlich viele Punkte, kann man sich nur überlegen, macht es vielleicht irgendwo Sinn, ein Gruppenmitglied nicht in der Gruppe zu behalten, wenn man hier dann doch mit dem Zwischenabschluss vielleicht ein besseres Ergebnis hat, als wie mit der Aliquotierung. Aber bitte beachten Sie immer, es geht hier um 1 bzw. 2% Kostensatzsenkung. Man kann sich natürlich auch überlegen, den Stichtag noch zu verändern. Da ist natürlich dann immer gegenüberzustellen, was kostet man die ganze Umstellung? Und das hat ja meistens einen Grund, warum man einen abweichenden Stichtag hat. Das macht man ja meistens nicht aus Jux und Tollerei. Und nur sozusagen jetzt für diese 1-2% muss man das natürlich schon gut überlegen. Wobei wir werden später sehen, dass natürlich die betragliche Auswirkung nicht ganz uninteressant ist. Auch ganz interessant ist natürlich insbesondere jetzt, wo die Jahresabschlüsse erstellt werden, das Thema, wie wir in der Bilanzierung mit dem ganzen Thema der Kostensatzsenkung umgehen. Grundsätzlich ist es so, dass es hier eine Abfragestellungnahme gibt, Abfrag 30, wo das Thema ein bisschen angesprochen wird, wie man mit entsprechenden Steuersatzänderungen umgeht. Und ich habe schon erwähnt, die ökosoziale Steuerreform am 20.01.2022 in dritter Lesung verabschiedet. Und genau auf diese dritte Lesung wird nach der Abfragestellungnahme abgestellt, weil es hier nämlich um die hinreichende Sicherheit geht, dass man weiß, wie der künftige Steuersatz ist. Und das ist eben genau mit dem 20.01. passiert. Ganz wichtig ist aber, dass in dieser Abfragestellungnahme drinnen steht, dass es am Abschlussstichtag, nämlich am 31.12., wenn wir beim Wirtschaftsjahr gleich Kalenderjahr bleiben, bereits hinreichend bekannt sein muss. Und das war bei 31.12. nicht. Es gibt jetzt, glaube ich, wenige Unternehmen, also ich kenne keines, ist, glaube ich, auch ein bisschen unpraktisch, die einen untermonatlichen Stichtag haben. Aber grundsätzlich wäre eigentlich mit ab 20. Jänner sozusagen eigentlich schon der neue Kostensatz bekannt und entsprechend zu beachten.
Wir haben einige Klienten, die haben zum Beispiel Stichtag 31.01. oder 28.02. bzw. 31.03. ist eh auch sehr verbreitet. Das sind natürlich Stichtage, wo der neue Steuersatz schon entsprechend zu beachten ist. Was heißt das jetzt konkret? Einerseits muss ich das bei der Steuerlatenz entsprechend berücksichtigen, weil hier natürlich bisher, wenn wir uns ehrlich sind, hat man immer geschaut, wo sind die Bilanzabweichungen. Und das hat man dann mal 25% gerechnet. Das war dann die Steuerlatenz, hat dann mal geschaut, ob das entsprechend alles passt. So einfach ist es jetzt natürlich nicht. Man muss dann eine Steuerplanungsrechnung aufstellen, man muss schauen, wann drehen sich gewisse Effekte um und muss das den entsprechenden Steuersätzen zuordnen. Ich empfehle diesbezüglich, insbesondere, wenn es jetzt sozusagen nicht um die Riesenbeträge geht, dass man auch einmal mit dem Abschlussprüfer, außer es ist ein selbst der Abschlussprüfer, ein Gespräch führt und einmal schaut sozusagen, wie wirkt sich das überhaupt aus? Ist es überhaupt in der Wesentlichkeit drinnen, diese Senkung sozusagen um 1% oder 2%? Das gilt es hier sicher mal abzustimmen. Aber grundsätzlich seit sozusagen wahrscheinlich Stichtag 31.01. sind diese neuen Sätze zu berücksichtigen. Und bitte schauen Sie einmal in die Steuerumlageverträge rein. Da gibt es meistens eher ältere Verträge, die dann wirklich ganz konkret den Steuersatz drinnen stehen gehabt haben mit 25%. Das stimmt dann jetzt natürlich nicht mehr. Da müsste man den Steuerumlagevertrag entsprechend anpassen. Ja, so viel zur Kostensatzsenkung. Wir haben es dann da noch ein bisschen dargestellt, was der Effekt ist. Wenn man nämlich beim Unternehmen mit einem steuerpflichtigen Gewinn von 1 Million ausgeht, dann sieht man ganz gut, dass die erste Senkung hier sozusagen auf Ebene der GmbH eine Ersparnis von rund 10.000 Euro bringt bei 1 Million beziehungsweise von 20.000 Euro. Aber natürlich wirkt sich das Ganze dann auch noch aus, wenn ich an den Eigentümer ausschütte. Kästsatz bleibt zwar gleich, aber natürlich habe ich dann mehr Substrat, weil ich ja weniger Köst zahlen habe müssen. Das heißt, man sieht es da ganz gut. Vorher habe ich Ausschüttung von 750, nachher habe ich Ausschüttung von 760, weil ich einfach 10.000 Euro weniger Köst gezahlt habe. Dadurch habe ich natürlich auch auf dieser Ebene eine Ersparnis, was dann in Summe natürlich schon sehr interessant ist. Wie gesagt, gilt es aber natürlich trotzdem zu beachten, dass eine Kostensatzsenkung von 2% keine Kostensatzsenkung von 9% ist und man natürlich immer schauen muss, dass man da jetzt nicht unnötig viel auch an, sage ich mal, Umgestaltungen vornimmt, nur damit man da dann vielleicht nicht mehr ganz in einem passenden System drinnen ist. Aber bitte beachten Sie, wir schreiben Sie jetzt schon bei unseren Steuerrechnungen zum Beispiel dazu, dass da welcher Kostensatz zur Anwendung gelangt. Einerseits, um den Abschlussprüfer oder das Unternehmen zu informieren, dass wir uns darüber sehr wohl Gedanken gemacht haben, aber auch andererseits für uns selbst als Reminder, wir haben auch einige Klienten, wo wir dann so Planungsrechnungen Mitte, Ende des Jahres aufstellen und da gibt es natürlich dann schon wieder zu beachten, dass man dann auch wirklich den richtigen Steuersatz nimmt. Das muss ja in alle Arbeitspapiere, in Systeme wie BMD wird sicher automatisch umgestellt werden, aber wenn man mit Excel-Arbeitspapiere arbeitet oder anderen Systemen, dann gilt es hier natürlich entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Ja, ein weiteres Thema ist die Mitarbeitergewinnbeteiligung. Wie gesagt, erstmalig gibt es jetzt die Möglichkeit, den Mitarbeitern steuerfrei eine Gewinnbeteiligung zukommen zu lassen. Bis 3.000 Euro haben wir sich an bestehenden Regelungen angelehnt. Es gibt ja schon bisher im 3 Absatz 1, Ziffer 15, glaube ich, gibt es diese Steuerbegünstigung für die Zuwendung von Anteilen am Arbeitgeberunternehmen. Auch mit, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, 3.000 Euro. Und da hat man sich ein bisschen angelehnt, unter anderem auch dieser Aspekt der Gewährung an alle Arbeitnehmer oder bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern, diese Gruppendefinition hier sozusagen haben wir auf Bewährtes zurückgegriffen, wobei wir haben es ja hingeschrieben, diese Gruppendefinition ist noch immer unklar, es ist noch immer nicht ganz klar, wie jetzt wirklich wer als Gruppe zu definieren ist, welche Kriterien man da angreifen muss, was ich gehört habe, soll es eine FAQ von BMF geben, wo dann wahrscheinlich auch auf dieses Thema ein bisschen
Rücksicht genommen wird und da noch Klarstellungen kommen. Grundsätzlich ist es so, dass es an aktive Arbeitnehmer geleistet werden muss und dass es seit 1.1. diesen Jahres grundsätzlich möglich ist, also ab der Veranlagung 22 ist es möglich, diese 3.000 Euro steuerfrei den Mitarbeitern zukommen zu lassen. Allerdings, und das ist ja im Begutachtungsverfahren eh heftig diskutiert worden, weil ursprünglich an den steuerlichen Gewinn angeknüpft wurde, das war natürlich in der Praxis jetzt eher etwas schwierig oder wäre schwierig gewesen, weil der steuerliche Gewinn, das ist ja für einen Mitarbeiter kein Bezugspunkt, den kennt ein Mitarbeiter gar nicht. Und der kann sich durch Betriebsprüfungen oder durch Sondereffekte in der Mehr-Weniger-Rechnung, kann sich das ja von einem tollen, positiven Ergebnis auf einmal ins Negative dran. Und der Mitarbeiter sozusagen hat er da keinen Einblick. Von dem her, glaube ich, kein taugliches Anknüpfungsmomentum. Das ist auch heftig kritisiert worden und es ist jetzt ausgebessert worden auf das EBIT. Auf das hier grundsätzlich abzustellen, ist eine unternehmensrechtliche Kenngröße, das sicher auch für Mitarbeiter greifbarer ist. Ganz wichtig ist, wenn es einen Konzern gibt, dann kann man auch auf das Konzern-EBIT abstellen, weil das hat schon eine gewisse Logik, gerade in Konzernen kann man nicht immer sozusagen auf die einzelne Einheit abstellen, weil es ja hier natürlich dann Konzernziele gibt. Und sollten Sie einen befreiten IFRS-Abschluss aufstellen, dann kann auch sozusagen dieses Zahlenwerk herangezogen werden. Es gibt dann da noch ein paar weitere Voraussetzungen, also Sie dürfen es nicht auch bisher, statt einen bisher gezahlten Arbeitslohn, sozusagen, Sie dürfen jetzt nicht sagen, bisher hast du 5.000 Euro verdient, künftig verdienst du nur mehr 2.000 Euro, dafür kriegst du steuerfreie Gewinnbeteiligung, so geht es nicht. Das wäre sozusagen dann nicht zulässig. Und sozusagen, man soll nach den Erläuterungen da schon eine gewisse Erfolgsgröße, eine objektivierbare Erfolgsgröße angreifen, ansetzen. Die Erläuterungen sprechen da von Umsatz, Deckungsbeitrag, Betriebsergebnis oder natürlich auch dem EBIT, an das man hier anknüpfen soll, um sozusagen hier das Ganze ein bisschen anzupassen. Ganz wichtig ist, die Summe der steuerfreien Gewinnbeteiligungen eines Jahres müssen in EBIT-Deckung finden. Ansonsten, wenn Sie darüber hinaus sozusagen zahlen, dann wären diese nicht steuerfrei. Sie können natürlich Ihren Mitarbeitern auch eine Gewinnbeteiligung in der Höhe von 5.000 Euro pro Jahr zukommen lassen. Es sind aber heute halt nur 3.000 Euro steuerfrei. Und weil ich das Ganze von Steuerfreiheit spreche, die Corona-Prämie, die vielleicht auch einige von Ihnen in Anspruch genommen haben, die war ja wirklich umfassend steuerfrei. Da kann man jetzt von der Mitarbeitererfolgsbeteiligung nicht sprechen, weil hier ist es nämlich so, dass die SV-pflichtig ist und dass die Lohnnebenkosten sehr wohl anfallen. Also nicht ganz so steuerfrei, wie man sich das wünschen würde. Wie das Ganze jetzt mit bestehenden Systemen ist, wie man die umstellen kann, wenn Mitarbeiter zum Beispiel schon bisher in einem Prämiensystem gehabt hat, das ist natürlich immer einzelfallabhängig grundsätzlich. Und es ist dann natürlich immer wichtig, wie definiert man diese Gruppen von Arbeitnehmern. Wenn man jetzt nur sagt, der Geschäftsführer ist eine Gruppe und nur der kriegt eine Gewinnbeteiligung, eine steuerfreie, das glaube ich nicht, dass das nicht funktionieren wird. Die bisherige Rechtsprechung ist ja da eher sehr, sage ich mal, weit umfassend und sieht die Gruppendefinition als sozusagen sehr, sehr, da müssen immer sehr viel drinnen sein, so einer Gruppe. Aber bleibt nur ein bisschen diese FAQ-Liste des BMF abzuwarten. Spannend ist auch dieser Investitionsfreibetrag, der neue kommt, in § 11 kommt, der habe ich ja schon angesprochen, es hat ja schon mal einen gegeben. Grundsätzlich wird er gelten für Investitionen oder für Anschaffungen nach 31.12.22. Und wenn Sie jetzt die Investitionsprämie, die Covid-19-Investitionsprämie vor Augen haben, da hat es das Thema mit den ersten Maßnahmen gegeben oder gibt es noch immer ganz strenge Abgrenzungen mit 1.8. sozusagen, davor hat man gar nichts machen dürfen. Das ist jetzt da ein bisschen anders formuliert, weil da geht es nämlich um die Fertigstellung nach 31.12.22 und wie der Kollege Bahnholzer sozusagen schon mal angemerkt hat in einer Diskussion mit mir, würde das natürlich auch heißen, dass man theoretisch ja
sowohl die Investitionsprämie wie wahrscheinlich auch den Investitionsfreibetrag geltend machen könnte für gewisse Investitionen. Einen Ausschluss gibt es auf jeden Fall nicht dafür. Ob so gedacht ist vom BMF, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Grundsätzlich ist es so, dass 10 bzw. 15% der Anschaffungs- oder Herstellungskosten hier als fiktive Betriebsausgabe angesetzt werden können. 10% ist der Grundfreibetrag und 15%, also um 5% erhöht, ist der Ökofreibetrag für die Ökologisierung. Leider hat es da die Digitalisierung, wie wir es von der Investitionsprämie kennen, nicht in den erhöhten Fördersatz geschafft, sondern nur die Ökologisierung. Da ist auch noch eine Klarstellung offen, was ist wirklich Ökologisierung heißt. Viele von Ihnen kennen sicher die Ökologisierung von der Investitionsprämie, die ja auch nicht ganz friktionsfrei war. Aber im Wesentlichen waren da unter anderem zum Beispiel die E-Autos drinnen, Solaranlagen waren drinnen, dann sage ich mal so entsprechende Energieeinsparungen, die waren da drinnen. Mal schauen, wie es für den Investitionsfreibetrag umgesetzt wird. Gedeckelt ist es allerdings schon, das hat es nicht gegeben bei der Investitionsfreibetrag alt, nämlich mit maximal 1 Million Anschaffungs- oder Herstellungskosten, das heißt maximal 100.000 Euro oder 150.000 Euro. Und weil ich da gerade eine Frage mitgelesen habe, was heißt Grundfreibetrag? Grundfreibetrag ist jetzt nicht gemeint, sozusagen, das ist nicht gemeint, dass ich 100.000 und zusätzlich dann nur 15% kriege, sondern ich kriege entweder 10% oder 15%. Die 10% sind sozusagen für die normalen Investitionen und die 15% sind für die ökologisierten Investitionen. Auch wenn wir es von der Investitionsprämie kennen, beziehungsweise beim Investitionsfreibetrag alt, war das auch schon so, es gibt eine Mindestbehaltedauer, also eine Mindestnutzungsdauer von 4 Jahren. Es muss am inländischen Betrieb zugeordnet sein und ich habe zuerst schon mal angesprochen, dass das Ganze über die Steuererklärung oder über die Feststellungserklärung geltend gemacht werden soll. Es gibt gewisse Wirtschaftsgüter, die ausgeschlossen sind vom IFB. Da orientiert sich der Katalog sehr stark an der degressiven Abschreibung, wo ja auch ein ähnlicher Katalog drin ist. Ausgeschlossen sind zum Beispiel Wirtschaftsgüter, die den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag in Anspruch nehmen. Und da nach meinem Verständnis ist es so, dass ich ein Wirtschaftsgut entweder für den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag oder für den IFB hernehmen kann und nicht sozusagen dann den überschießenden Teil noch hernehmen. Das wäre mein Verständnis derzeit. Unkörperliche Wirtschaftsgüter, wobei es da dann wieder eine Gegenausnahme gibt und da begegnen uns dann wieder diese Digitalisierung, Ökologisierung und Gesundheit, die wir ja schon von der Investitionsprämie kennen. Leider ausgeschlossen sind gebrauchte Wirtschaftsgüter. Jetzt könnte man sagen, im Sinne der Ökologisierung wäre das eigentlich ganz gut, wenn gebrauchte Wirtschaftsgüter gefördert werden, aber das war scheinbar nicht im Interesse des Gesetzgebers. Nicht gehen tut dieser Investitionsfreibetrag bei Personen oder Unternehmen, die den Gewinn nach § 17 oder einer darauf gestützten Pauschalierung ermitteln. Da kriegt man es dann nicht. Und es ist dann nur zu beachten, dass die AFA, nämlich die Abschreibung, die sie auf das Wirtschaftsgut haben, die bleibt gleich. Es kommt einfach zu einer fiktiven Betriebsausgabe in Höhe dieser sozusagen geförderten 10-15%, je nachdem. Und bei der vierjährigen Behaltedauer, auch das kennen wir schon von der Covid-19-Investitionsprämie, das grundsätzlich auch für den Nachfolger, für den Rechtsnachfolger gilt. Und ich kann mir sozusagen, bin draußen aus dieser mindestens vierjährigen Behaltedauer, wenn das Wirtschaftsgut aufgrund höherer Gewalt oder behördlichen Eingriff ausscheidet, dann sozusagen ist irrelevant, ob die 4 Jahre verlebt. Und es wirkt auch in Verlustjahren, das war im ersten Entwurf noch anders, ist aber dann abgeändert worden, also auch in Verlustjahren sozusagen wirkt diese Investitionsfreibetrag. Was gibt es noch zu erwähnen? Die GWG-Grenze wird angehoben, habe ich ganz am Anfang schon erwähnt. Die war ja relativ lang bei 400 Euro, ich glaube seit der Euro-Umstellung, die ja auch schon wieder ein paar Jahre her ist, war das mit 400 Euro gedeckelt, jetzt haben wir es auf 800 Euro angehoben.
und ab 2023 soll es auf 1000 Euro angehoben werden oder wird es auf 1000 Euro angehoben. Bitte beachten Sie, ganz wichtig, geringwertige Wirtschaftsgüter bei der Investitionsprämie, ja, sind förderfähig, beim IFB, nein, sind nicht förderfähig. Also das bitte beachten, da muss man sehr wohl unterscheiden. Ja, dann noch die Anhebung Gewinnfreibetrag, wir haben sie Ihnen hier dargestellt, angehoben werden sozusagen diese 13% auf 15% für den Gewinnfreibetrag nach dem § 10. Und dann sei noch ganz kurz erwähnt, die degressive Abschreibung, die ja, glaube ich, zur Enttäuschung des BMF auf nicht ganz so große Gegenliebe gestoßen hat. Hier hat man diese Unmaßgeblichkeit, nämlich dass es keine Maßgeblichkeit gibt, noch einmal ein Jahr verlängert bis 31.12.22. Sozusagen mit der Begründung danach gibt es dann eh den IFB. Und gerade die Themen wie die degressive Abschreibung sind natürlich schon spannend, wenn man sie jetzt zirkt vor einer Köstsatzsenkung. Wir alle wissen ja, dass die degressive Abschreibung oder diese beschleunigten Gebäudeabschreibungen, die es gibt, eigentlich nur ein Vorgriff sind von einer Abschreibungsrate. Also ich nehme spätere Abschreibungen und ziehe es in das Jahr der Anschaffung und in den nächsten Jahren vor. Das heißt, ich hätte heuer einen wesentlich höheren Aufwand in einem Wirtschaftsjahr mit einem höheren Steuersatz und habe dann weiter hinten in Wirtschaftsjahren mit einem niedrigeren Steuersatz 23% weniger Aufwand. Also das kann natürlich schon ein interessantes Momentum sein, das hier zur Anwendung kommt. Und korrekterweise heißt es auf dieser Folie nicht ab 1.1.21, sondern ab 1.1.22. Entschuldigung, da ist beim drüber schon ein Fehler passiert. Ja, und das war es jetzt eigentlich schon mit den Themen, die, sage ich mal, wirklich für die Unternehmen sind. Jetzt ganz spannend, die Kryptobesteuerung hat ja die Wellen sehr hoch gehen lassen. Bei der Begutachtung sind sehr viele Anmerkungen gekommen. Und der Alex wird uns da jetzt nur ein bisschen die Highlights der Kryptobesteuerung näher bringen. Genau, sehr gerne. Ja, ich habe mir gedacht, wir machen das Ganze in 5 Punkten. Erstens, wir schauen uns einmal an, was sind denn die Gründe für die Neuregelung? Zweitens, wie schaut denn der Ist-Status quasi aus, also die Rechtslage alt? Dann möchte ich kurz eingehen auf die Definition der Kryptowährungen, wie sie jetzt neu kommt ins Einkommensteuergesetz. Und dann einen kurzen Überblick geben in einem vierten Schritt über die Highlights, wie der Andi gerade gesagt hat, von der Rechtslage neu. Und zum Schluss hätte ich mir noch ein paar Sonderthemen herausgesucht, so quasi als Denkanstoß zum Abschluss. Und dann hätte ich gesagt, starten wir auch gleich mit der ersten Folie. Danke, super. Ja, was sind jetzt die Gründe für diese Neuregelung, wenn man da, also ich bin da ab und zu auf Twitter auch unterwegs, wo ja diese Krypto-Community auch drinnen ist und da bekommt man regelmäßige Updates zu diesen ganzen Themen und zu der Adaptierung der ganzen Materie. Und jetzt zum Beispiel in den letzten Tagen hat McDonald's auch gewisse Trademarks erworben für das Metaverse. Also sprich, man sieht, auch große Unternehmen machen jetzt mittlerweile Schritte in diese Richtung. Deswegen kann man von einer gestiegenen Praxisrelevanz des ganzen Themas ausgehen. Und es ist natürlich auch im Sinne der Rechtssicherheit, weil vorher hat man, also bis jetzt, ist ja das Ganze nicht explizit geregelt. Die Definition kommt ja jetzt eben mit der Steuerreform zum ersten Mal, was jetzt eine Kryptowährung im Sinne des österreichischen Einkommensteuergesetzes dann wirklich ist. Und gleichzeitig erhofft man sich natürlich auch durch den Kästabzug, der verpflichtend ab 2024 kommt, natürlich auch gewisse steuerliche Mehreinnahmen. Gut, dann hätte ich gesagt, schauen wir auf die nächste Folie, danke. Ja, wie sieht jetzt der Status quo sozusagen aus? Die alte Rechtslage gilt für sämtliche Assets, also beziehungsweise Kryptowährungen, die vor 1.3.21 angeschafft wurden. Da spricht man vom Altvermögen. Das Altvermögen ist grundsätzlich bei einer Versteuerung, also bei einer Veräußerung innerhalb der Jahresfrist steuerpflichtig, weil ja das Ganze in § 29 StG verortet ist, beziehungsweise genauer in § 31 bei den Spekulationsgeschäften. Ist die Jahresfrist abgelaufen, kann das Ganze steuerfrei veräußert werden.
Anders verhält sich das Thema bei einer zinstragenden Veranlagung. Das wäre der Fall, wenn ich jetzt laufend Erträge aus meinen Kryptowährungen generiere und dann sage, also das findet man in den Einkommensteuerrichtlinien, dann kommt auch bei der Rechtslage alt der besondere Steuersatz von 27,5% zur Anwendung. Sprich, das Ganze wird so behandelt wie Einkünfte aus Kapitalvermögen. Was auch noch interessant ist, dass jetzt durch diese Änderung, die jetzt ja immanent ist, kein Notverkauf von Altvermögen notwendig ist, um sich jetzt die Steuerfreiheit des Kryptoassets zu erhalten. Sprich, habe ich meine Bitcoin gekauft 2020 und halte die in meiner Wallet oder auf einem Centralized Exchange, wie zum Beispiel Bitpanda jetzt in Wien, dann brauche ich mir keine Sorgen machen, dass mir diese Steuerfreiheit in Bezug auf die Veräußerung, weil ja die Jahresfrist schon abgelaufen ist, irgendwo verloren gehen würde durch diese neue Regelung. Ja, wie sieht jetzt die Definition der Kryptowährung neu aus? Die wird sich finden im Paragraph 27b Absatz 4 Einkommensteuergesetz. Diese Definition stellt darauf ab, dass es sich bei einer Kryptowährung um eine digitale Darstellung eines Werts handelt, die von keiner Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert wurde, beziehungsweise nicht zwangsläufig an eine gesetzliche Währung angebunden ist und nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld hat und dass es das Ganze als Tauschmittel akzeptiert wird. Gerade das Kriterium, nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzt, könnte ja durchaus noch interessant werden, weil ja zum Beispiel Staaten wie El Salvador Bitcoin ja als Währung anerkennen. Da findet man jetzt in der Literatur die Meinung, dass das Ganze sich ja am europäischen System orientiert. Man wird sehen, ob uns das noch beschäftigt in der Zukunft. Was fällt jetzt unter die Definition einer Kryptowährung? Grundsätzlich fällt dann darunter die klassischen Assets wie jetzt Bitcoin, Ether oder auch Cardano, also ADA und andere Kryptowährungen, wie man sie so kennt. Was auch darunter fällt, ganz spannend, sind jetzt Stablecoins, also US-Dollar-Coin, US-Dollar-Tether oder US-Dollar-Terra fällt auch darunter. Das deutet auch schon das Kriterium, quasi nicht zwangsläufig an eine gesetzlich festgelegte Währung angebunden an, weil ja die zuletzt erwähnten Assets sich am US-Dollar orientieren. Was nicht darunter fällt, sind NFTs, also sogenannte Non-Fungible Tokens, aus dem Grund, weil es sich dabei ja nicht um vertretbare Sachen handelt und deshalb das Kriterium als Tauschmittel akzeptiert, also nicht als erfüllt angesehen werden kann. Oder hätte ich jetzt gleich eine Frage dazu, das Belvedere hat ja, glaube ich, 10.000 Stück von Christoph Klimts Kuss als NFT versteigert. Genau. Ich habe jetzt für meine Frau kein Exemplar erworben, sage auch gleich dazu. Hätte ich es gemacht und würde es jetzt gleich wieder verkaufen, war das dann steuerfrei? Naja, wenn ich durch das, dass wir ja jetzt eben nicht in dieser Definition Kryptowährung drinnen sind und es sich dabei um ein NFT handelt, wären wir innerhalb der Jahresfrist und würde ich sagen, ist nicht steuerfrei. Wir haben ganz normal in der Spekulationsbesteuerung. Genau. So ist es. Und das ist ja, glaube ich, auch ein spannender Punkt, oder? Wie das BMF überhaupt begründet, oder ich weiß nicht, ob es nachher noch dazu kommt, warum das eh schon immer besteuert worden ist und warum es eigentlich jetzt kein zusätzliches Steuersubstrat ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, worauf du jetzt anspielst. Das BMF hat ja, glaube ich, gesagt, dass diese ganzen Bitcoins eigentlich schon immer steuerverhandelt waren, weil sie eigentlich spekulationssteuerpflichtig gewesen wären und dadurch sozusagen aus dem Sinne der Rückwirkung. Ja, genau, im Sinne dieser mittelbaren Rückwirkung, jetzt bin ich gerade eigentlich keine neue Steuerbemessungsgrundlage geschaffen wurde. Jetzt besser gesagt, sagt das BMF mehr oder weniger, dass teilweise bisher nicht versteuert wurde. Das ist eher ein Problem, aber es war eigentlich schon immer steuerpflichtig. Genau, so ist es. Ja, dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns die nächste Folie an. Moment. Nämlich, wie sieht jetzt die neue Rechtslage grundlegend dabei aus? Ab 1.3.22 ist die gültig und nämlich für Assets, die nach 28.02.21 angeschafft wurden, also das wäre dann das Neuvermögen, auf die ist grundlegend der besondere Steuersatz anwendbar, sofern halt, wie wir es auch schon beim Kapitalvermögen grundlegend kennen, ein öffentliches Angebot vorliegt.
dann muss man das Ganze noch unterteilen in die laufenden Einkünfte aus Kryptowährungen und in die Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen von Kryptowährungen. Was sind jetzt solche laufenden Einkünfte? Die sind bei Erhalt grundsätzlich einmal steuerpflichtig. Das wäre jetzt der Fall, wenn ich zum Beispiel in einem Liquidity Pool, das sind ja üblichermaßen zwei Assets drinnen, die ich zu so einem Liquidity Token zusammenfüge. Grundlegend einmal, also meistens macht man so, dass man da einen Stablecoin hineingibt und ein volatileres Asset, und die Erträge, die ich jetzt daraus generiere, die sind schon bei Erhalt dann also zu versteuern. Gleiches gilt auch für Leistungen, die jetzt also im Zusammenhang mit einer Transaktionsverarbeitung stehen. Also das wäre jetzt dieses klassische Mining von Bitcoin oder noch auch von Ethereum. Das wird ja gerade also versucht, das umzustellen von einem klassischen Proof-of-Work-Mechanismus auf einen Proof-of-Stake-Mechanismus. Und da also gelingt dann diese Umstellung von Ethereum, nämlich von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake, wären wir in dieser Ausnahmebestimmung nachher, nämlich wonach halt Staking, Bounties, Airdrops und Hardforks eben keine steuerlichen Vorgänge darstellen. Also es wäre die Ausnahme dazu. Durchaus interessant, wenn man jetzt auch schon Staking betreibt. Nachher muss man sich natürlich auch anschauen, wie sieht es mit der Realisierung aus, der Wertsteigerungen. Diese ist dann, also nach dem neuen Regime, dann steuerbar, wenn ich jetzt meine Kryptowährung in eine Fiat-Währung tausche. Also zum Beispiel, ich tausche jetzt meinen Bitcoin in US-Dollar oder in Euro. Gleichzeitig wäre das Ganze auch steuerbar, wenn ich jetzt meine Kryptowährung in ein Wirtschaftsgut tausche, also sofern Tesla Bitcoin wieder einmal annimmt als Zahlungsmittel und man sich darum ein Auto kauft, dann wäre das auch eine Realisierung und man müsste das Ganze versteuern. Und auch wenn ich eine Dienstleistung mit meinen Kryptos bezahle, dann bin ich ebenfalls in der Realisierung. Also wir akzeptieren derzeit noch keine Kryptos als Bezahlung, ja, aber kommt vielleicht noch. Was nicht ist, kann nur werden, ja genau. Schauen wir. Was auf jeden Fall auch ein steuerbarer Vorgang ist, ist, wenn ich mein Krypto jetzt zum Beispiel gegen den Kuss von Gustav Klimt tausche, also ein NFT darum erwerbe, dann wäre ich auch in der Realisierung. Ja, was jetzt ganz interessant ist mit dem neuen Besteuerungsregime, Swaps von Krypto zu Krypto sind jetzt nicht steuerbare Vorgänge. Das könnte für alle interessant sein, die sich im Trading von Kryptowährungen versuchen möchten. Da besteht die Möglichkeit, dass man das Ganze, also die Besteuerung, bis zu vorher genannten Transaktionen quasi hinausschiebt. Dann kommen wir auch schon zu den Sonderthemen. Was sind grundlegend Ausnahmen vom Sondersteuersatz? Sprich, wenn ich Überlassung von Kryptowährungen betreibe, ohne dass ein öffentliches Angebot vorliegt, also zum Beispiel, ich gebe jetzt meinem Nachbarn ein Privatdarlehen in Kryptowährungen und erhalte daraus Erträge, dann ist das eben nicht steuerfrei. Gleiches gilt, wenn ich wie auch bei anderen Einkünften als Kapitalvermögen auch schon vorher für das Asset die Regelbesteuerungsoption ziehe, auch dann bin ich nicht im Sondersteuersatz. Ganz interessant für alle, die auch ein Aktienportfolio haben und gleichzeitig jetzt in Kryptowährungen investieren möchten oder das auch schon tun. Mit der neuen Regelung gibt es die Möglichkeit zum Verlustausgleich. Sprich, ich kann meine Gewinne und Verluste aus dem Kryptoportfolio momentan nach der aktuellen Kurssituation, fürchte ich, werden es eher Verluste sein, mit potenziellen Gewinnen im Aktienportfolio auszugleichen. Ja, ganz spannend auch für Kurzentschlossene jetzt, die Wegzugsbesteuerung, die jetzt dann zur Anwendung kommt, mit 1.3. Also es besteht jetzt noch 14 Tage die Möglichkeit, aus Österreich wegzuziehen und die Assets nachhaltig zu entsteuern, gilt auch für Neubestand. Also da müsste man jetzt relativ schnell agieren. Aber dadurch, dass eben die Wegzugsbesteuerung nachher auf die, wie auch bei den anderen, beim anderen Kapitalvermögen zur Anwendung kommt, ist es dann nachher nicht mehr möglich. Ja, letzter Punkt ist, wie vorher schon erwähnt, der Kapitalertragssteuerabzug, der ab 2024 verpflichtend kommt, also sofern jetzt ein inländischer Dienstleister
da involviert ist. Sprich, ja, wenn ich jetzt mein Depot bei Bitpanda halte in Wien, weil das so ein klassisches Beispiel wäre, dann muss ich mich ab 2024 nicht mehr um das Thema kümmern. Vorher ist der Kapitalertragssteuerabzug freiwillig möglich. Ja. Das wäre von meiner Seite jetzt die Besteuerung der Kryptowährungen insofern. Ja, du hast die Wegzugsbesteuerung so schön mit der Palme, mit der Insel dargestellt. Ja. Ich glaube, aus der täglichen Praxis weißt du besser wie ich sogar, dass es viele Unternehmen, Unternehmer so einfach vorstellen. Die Steuerflucht auf die Karibikinsel so ungefähr. Ja. Dass es nicht so einfach ist, sehen wir immer wieder. So ist es, ja. Und soweit ich weiß, heute mein Bruder genau zu diesem Thema, was ich genau. Immer, heute am Nachmittag oder morgen, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ein Thema zum, ich würde nicht sagen optimalen Wegzug oder auch zu den Problemen beim Wegzug. Die Kryptowährung ist jetzt ein weiterer Aspekt, der da relevant ist. Für Unternehmen, ganz kurz gesagt, weil eine Kollegin hat geschrieben, so ungefähr, bis auf sozusagen das bestehende Vokabular versteht es eigentlich nichts. Mir geht es ähnlich, muss ich jetzt da ganz ehrlich sagen. Ich habe mich so ein bisschen eingelesen in das Thema, bin aber technisch da auch nicht so fit wie der Alex, der sich da wirklich gut auskennt. Wichtig ist, wenn es bei einem Unternehmen schon bisher Krypto gegeben hat, dann haben die ja schon bisher diese im entsprechenden der Buchhaltung auch ausweisen müssen, entsprechend bewerten und entsprechend versteuern müssen. Bei Privatpersonen hat es natürlich bisher gewisse Möglichkeiten gegeben, wo das vielleicht nicht so steuerehrlich gemacht wurde, formulieren wir es einmal so, dass das BMF die Ansicht vertritt, dass das ja schon immer steuerhängig war, haben wir ja schon gesagt. Ich habe auch irgendwo, ich bin mir nicht mehr sicher, was ich in den erläuternden Bemerkungen gelesen habe, habe ich gelesen, so ungefähr, dass es ja die Krypto-Themen eher Personen betrifft, die einen höheren Steuersatz haben und die profitieren ja sogar so davon, weil sie jetzt dann nur mehr 27,5% Steuern zahlen und alle anderen, die drunter sind, können Regelbesteuerungsoption auswählen. So kann man es natürlich auch sehen. Aber ja, so viel zum Thema der Kryptobesteuerung wird uns sicher in nächster Zeit noch wesentlich mehr beschäftigen. Wir freuen uns auf jeden Fall für Ihr zahlreiches Interesse. Ich möchte Sie nur ganz kurz darauf hinweisen, weil wir erwähnt haben, dass der Investitionsfreibetrag dann in der Steuererklärung geltend zu machen ist. Da gibt es ein entsprechendes Buch vom Kollegen Knechtl, von Max Bahnholzer und von mir. Jetzt noch sozusagen Steuererklärung 2020 mit Fokus Covid-Förderungen. Wir arbeiten gerade an der 21er Auflage, wo sozusagen das Ganze noch erweitert wird, zum Beispiel Zinsschranke ganz neu. Freuen uns, dass Sie so zahlreich Interesse gehabt haben. Wenn Sie noch Feedback haben, bitte gerne. Wir auch für sozusagen Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung. Wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und wenn Fragen offen geblieben sind, ich habe versucht, die Fragen zu beantworten, bin mir jetzt aber nicht sicher, wie alle erwischt habe, dann stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und wünschen Ihnen noch einen guten Appetit, sofern Sie das Essen nicht schon nebenbei erledigt haben. Schönen Tag noch. Schönen Tag.